In diesem Video geht es um MECFS. Das ist ein ziemliches Wortungetüm, was sich hinter dieser Abkürzung verbirgt. ME, das steht für myalgische Enzephalomyelitis und CFS für Chronic Fatigue Syndrom, also so viel wie chronisches Erschöpfungssyndrom. Warum spielt das eine Rolle? Weil dieses chronische Erschöpfungssyndrom, also CFS, häufig in Kombination mit ME, also mit diesem anderen, mit dieser myalgischen Enzephalomyelitis, häufig genannt wird als Beschwerdebild bei Long-Covid oder Post-Covid. Also bei Beschwerden, bei Schwäche, bei anderen Symptomen, die nach einer Corona-Infektion, nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 auftreten. Man spricht dabei von Long-Covid, wenn die Beschwerden 4 Wochen nach der Infektion noch vorhanden sind, und von Post-Covid, wenn sie sogar länger als 3 Monate andauern. Inzwischen gibt es unter Long-Covid oder Post-Covid mehr als 200 verschiedene Symptome. Aber das häufigste ist eben Erschöpfung, also eine Muskelschwäche, die so weit führen kann, dass man keine paar hundert Meter mehr gehen kann, dass man häufig sich hinlegen muss, ausruhen muss, dass man eine Muskelschwäche spürt, dass man zu wenig noch in der Lage ist, sich also insgesamt schlapp und müde und erschöpft fühlt, auch wenn man gar nichts Anstrengendes getan hat. Das ist sehr hinderlich, das schränkt den Alltag ein, verständlicherweise. Manche Menschen können nicht mehr arbeiten, es geht dann um Berufsunfähigkeit und so weiter. Also das ist eines der Hauptsymptome, die am häufigsten geschildert werden bei Menschen, die an Long-Covid oder Post-Covid leiden. Zusätzlich gibt es aber natürlich noch etliche andere Symptome, etwa immer noch bestehende Atemnot, Atemschwierigkeiten, Gefäßveränderungen, Geschmacksstörung, Geruchsstörung. Also wie gesagt, es sind mehr als 200 Symptome, die da auftauchen. Um MECFS ist jetzt aber eine Kontroverse entbrannt. Es gibt übertrieben gesagt 2 Schulen, 2 Extrempositionen, die sich vergleichsweise unversöhnlich gegenüberstehen. Und auch die Patienten und die Selbsthilfegruppen spielen da eine wichtige Rolle. Und deswegen möchte ich darauf eingehen, was eigentlich einen ziemlichen Streit offenbart. Ein Streit darum, was denn die Ursache oder der Hauptgrund oder die Hintergründe für diese Beschwerden sind. Und da geht es zum Teil ziemlich hart zur Sache. Da wird geschimpft auf sozialen Medien. Da werden Forscher angegangen, die einfach nur ihre Studien, ihre Ergebnisse veröffentlichen. Es geht also ziemlich hoch her. Ich möchte zunächst schildern, dass man bei MECFS sehr wohl viele pathologische Befunde erheben kann, also Befunde, die auffällig sind. Da sind Entzündungswerte erhöht, da sind Immunmarker verändert, da gibt es Unterschiede in der Gefäßdurchlässigkeit. Es gibt also eine Menge von Dingen, die man erheben kann. Und ich habe dazu mit Frau Professor Carmen Scheibenburg von der Charité Kontakt aufgenommen, die eine Expertin auf dem Gebiet ist. Sie sagt ziemlich eindeutig: Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Studien, die zeigen, dass MECFS eine komplexe Erkrankung ist, eine Erkrankung des Immunsystems mit komplexen Störungen auch des autonomen Nervensystems und des Energiestoffwechsels. Das ist ihre Aussage, so hat sie auf meine Anfrage geantwortet. Autoantikörper gegen Stressrezeptoren spielen dabei eine Rolle, das hat sie weiter so ausgeführt, also eine Vielzahl von Hinweisen von veränderten Molekülen, Stoffen im Körper, die deutlich verändert sind, so Professor Carmen Scheibenbogen. Vereinfacht gesagt sehe man Entzündungszellen, veränderte Immunzellen und eine gestörte Gefäßfunktion, zudem seien auch noch Virusreste so lange nachweisbar. Das alles spreche eben für eine organische Ursache. Im Fachblatt Nature Communications hat Scheibenbogen eine Studie veröffentlicht, die viele dieser Befunde zusammenfasst und wo man detailliert nachlesen kann. Die Quellen finden sich unten, was da alles verändert ist und welche Werte und welche unterschiedlichen Messergebnisse man da findet. Und das spricht für sie dafür, ich zitiere aus einer Pressemitteilung der Charité, wo sie sich zusätzlich dazu geäußert hat, dass es sich keineswegs um eine psychosomatische Erkrankung handelt, sondern eben um eine manifeste organische. Zitat: Unsere Daten liefern einen weiteren Beleg dafür, dass es sich bei MECFS nicht um eine psychosomatische, sondern um eine schwerwiegende körperliche Erkrankung handelt, die man mit objektiven Untersuchungsmethoden erfassen kann. Hier sieht man schon, objektive Untersuchungsmethoden erfassen kann, schwerwiegende körperliche Erkrankung. Was aus dieser Wortwahl eben auch spricht, das ist, dass psychosomatische Erkrankungen offenbar nicht schwerwiegend sein können.
Und das ist ein Punkt, wo sich die Wissenschaftler streiten. Es gibt nämlich mindestens so viele Studien, in denen diverse veränderte Entzündungsparameter oder Immunstoffe dokumentiert werden, gibt es mittlerweile viele Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen mit psychisch starken Belastungen häufiger an Long-Covid oder Post-Covid erkranken und dass sie auch deutlich schwerere Symptome haben. Dass also die seelischen Belastungen, die seelische Vorbelastung eine große, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle spielt. Gerade Anfang September ist wieder eine Untersuchung veröffentlicht worden im Fachblatt JAMA Psychiatry, die das gezeigt hat. Es gibt aber Dutzende andere, dass Menschen mit depressiver Neigung oder manifester Depression, mit starken Ängsten, mit Zukunftssorgen, mit so einer Art Grübelsucht oder mit starken Stressfaktoren ein deutlich höheres Risiko haben, um mehr als 30% an Long-Covid oder Post-Covid zu erkranken und auch heftigere Symptome zu entwickeln. Wenn Sie zwei oder mehr dieser Stressfaktoren aufweisen, dieser psychischen Belastung, dann ist das Risiko sogar um mehr als 50% erhöht. Also das spricht für eine starke Beteiligung der Psyche. Und jetzt fängt es an, dass die Patienten eben auch ein gehöriges Wort mitreden, weil die sagen, nein, wir lassen uns nicht als psychosomatisch abstempeln. Und jetzt ist der Punkt, wo ich mit einem wichtigen Missverständnis aufräumen muss. Psychosomatisch heißt nicht, dass die Beschwerden nicht da sind. Psychosomatisch bedeutet nicht, dass es nur leichte Symptome, Luxusprobleme, Wohlstandssorgen sind. Psychosomatisch heißt nicht, dass das nichts ist. Aber das ist ein wichtiger Unterschied, der sich durch viele Bereiche der Medizin zieht. Offenbar ist im Verständnis vieler Laien, vieler Patienten, aber auch vieler Ärzte eine Krankheit nur dann eine richtige Krankheit, wenn sie sich durch Messwerte, durch verschiedene Laborparameter, durch Röntgenbilder, Kernspin oder CT beglaubigen lässt, wenn sie dadurch validiert wird. Das ist ziemlicher Unsinn, denn Psychosomatik beinhaltet ja schon vom Namen her Psyche und Soma. Psyche, also die Seele, und Soma, den Körper, also die organischen Ursachen. Da ist beides drin. Und niemand wird bezweifeln oder widersprechen, wenn ich sage, dass es natürlich bei allen Erkrankungen, bei allen Beeinträchtigungen unseres Erlebens, unserer Gesundheit, die Psyche eine wichtige Rolle spielt. Wir nehmen Schmerzen stärker wahr, wenn wir allein schlechter Laune, missmutig oder depressiv verstimmt sind, als wenn wir in guter Gesellschaft sind, da spüren wir das oft gar nicht. Wir brauchen länger für die Genesung, wenn es uns seelisch auch nicht gut geht. Die Auslösung von vielen Krankheiten entsteht in schwierigen Lebenssituationen. Das ist völlig normal, aber häufig werden psychische Leiden oder eine psychische Beeinflussung von Krankheiten mit individueller Schwäche oder gar mit Schuld assoziiert. Als ob man selber etwas dafür könnte, dass man krank geworden ist. Das ist ein Rückfall in alte Stigmatisierung, in alte Denkmuster, wonach psychisch Kranke so ein bisschen verrückt seien und selber was an ihrem Schicksal ändern könnten. Das ist keineswegs der Fall und deswegen möchte ich unbedingt mit diesem Missverständnis aufräumen. Eine psychosomatische Beteiligung, die heißt eben auch, dass Entzündungswerte verändert sein können, dass Immunzellen erhöht sein können oder andere Veränderungen im Körper. Das ist das Gleiche bei Rückenschmerzen. Man kann Rückenschmerzen haben und dabei weiß man mittlerweile, dass Unzufriedenheit, dass seelische Belastungen der größte Risikofaktor für Rückenschmerzen sind. Das ist der Grund, warum man häufig im Röntgenbild nichts sieht, nichts findet und der Arzt dann sagt, naja, degenerative Veränderungen, ein bisschen was ist da nicht mehr so wie vorher, etwas Arthrose. Aber das hat nun mal jeder, der 40 oder 50 und keine 20 mehr ist, dass man da altersentsprechende Veränderungen findet. Insofern großes Missverständnis mit der Psychosomatik. Und jetzt könnte man natürlich sagen, für die Patienten ist es doch egal, ob sich Wissenschaftler darüber streiten, was die Ursache ist. Könnte es sein, aber in dem Fall wirkt es sich massiv auf die Therapie aus. Der Streit geht ziemlich weit, nämlich auch dahin, was die Therapieempfehlung angeht. Es gibt mittlerweile etliche Studien, die auch zeigen, dass die kognitive Verhaltenstherapie, also das psychotherapeutische Verfahren, Menschen mit chronischem Erschöpfungssyndrom helfen. Das ist belegt und bewiesen in etlichen Studien. Weiterhin weiß man, dass die GET, die Graded Exercise Therapy, auch hilft. Das ist sozusagen eine stufenweise Förderung zu immer mehr Bewegung der Erkrankten. Das lehnen nun aber Aktivisten und auch viele in Selbsthilfegruppen organisierte Patienten ab, weil die sagen, nein, das ist ja dann eine psychische Genese und das erschöpft uns. Sie gehen vielmehr von der, Achtung Fremdwort, postexertionellen Malaise aus, also dass ich nach der Anstrengung mich schlechter fühle. Da sagen Psychosomatiker, mit denen ich gesprochen habe, beispielsweise Professor Peter Henningsen, der Psychosomatikchef von der TU München, rechts der ISA-Klinikum,
Das ist doch die Anleitung zur Chronifizierung. Also wenn ich von vornherein sage, nein, ich will nur so viel machen und kann nur so viel machen, wie ich mir selber zutraue und ich fordere mich nicht ein bisschen, indem ich immer mehr mache, dann verfestigt sich das Krankheitsbild. Ich habe mit Professor Martin Teufel, dem Leiter der Psychosomatik am Uniklinikum Essen gesprochen, der auch sagt, keiner weiß, was dieses CEMFS genau ist, denn das ist der Punkt der Kritiker dieses organischen Konzeptes. Die sagen, messen kann man viel, Zitat Professor Martin Teufel, aber die Relevanz dieser Befunde, die ist vollkommen unklar. Also hat das was zu bedeuten, was man da misst? Das ist nebenbei auch ein Thema in der Medizin ganz häufig, dass immer mehr Befunde erhoben werden, die keine Bedeutung haben und die Menschen dann aber sich daran festhalten oder sozusagen aufgrund dieser Befunde denken, sie haben etwas ganz Schlimmes und dass das dann ihre Krankheitsüberzeugung verfestigt. Da geht die Selbstwirksamkeit verloren, also das Gefühl und der Eindruck, selbst etwas auch machen zu können, selbst da wieder rauszukommen und die Zuversicht, dass sich die Krankheit auch wieder verändert, verbessert. Das ist ein entscheidender Punkt, deswegen ist mir dieses Video auch so wichtig. Ich möchte noch auf einen Aufsatz hinweisen, der dieses Dilemma ziemlich deutlich macht. Der ist 2019 erschienen. Und zwar haben den Michael Sharp, das ist ein Psychiater aus Oxford, und Monica Greco, das ist eine Medizinsoziologin, veröffentlicht, am Beispiel von Chronic Fatigue Syndrom. Und die beiden unterscheiden Illness with Disease und Illness without Disease. Das Englische hat den Vorteil, dass es diese schöne Unterscheidung gibt. Illness, das ist das Krankheitserleben, das subjektive Krankheitsempfinden. Also ich fühle mich krank. Disease ist hingegen die objektivierbare Krankheit, das, was man messen, was man objektivieren kann, wo es Laborwerte, Röntgenbilder und so weiter gibt. Und jetzt gibt es natürlich einiges, Beispiel Illness without Disease, das sind eben hauptsächlich Krankheitsbilder aus der Selbstwahrnehmung und Selbstsicht der Patienten. Dazu gehört auch MECFS, für das es eben noch keine definierte Krankheitsbeschreibung gibt, das bei vielen Ärzten noch nicht anerkannt ist, weil sie sagen, die Patienten schildern das, aber die Werte, die wir dazu erheben, die passen nicht immer dazu und die sind nicht aussagekräftig genug. Also das chronische Erschöpfungssyndrom in diesem Zusammenhang nach einer Corona-Infektion, das gehört dazu, das ist eine Illness without Disease, während die Fatigue, also die chronische Erschöpfung bei einer Krebserkrankung, das ist Illness with Disease. Die Menschen fühlen sich krank, sie sind erschöpft und man weiß, dass im Rahmen einer Tumorerkrankung das sehr häufig vorkommt, diese Fatigue. Also in dem Fall ist quasi durch die manifeste, durch die dokumentierte Krebserkrankung die Krankheit beglaubigt, validiert. Das ist eine Disease und deswegen gilt auch die Illness. Im anderen Fall ist es eben Illness without Disease. Und dahinter spiegelt sich, und das ist ein uraltes Dilemma, in vielen menschlichen Theoriemodellen, auch in vielen Erklärungen der Medizin auch, und auch aktuell in dem, was Patienten beschreiben, aber Ärzte nicht nachvollziehen, die uralte Debatte zwischen Körper und Geist, zwischen Seele und dem, was der Körper objektivierbar hergibt, zwischen subjektiven und objektiven Beobachtungen, zwischen Geist und Materie. Jetzt müsste man noch wichtig hinzufügen, dass, das hat Martin Teufel, der Professor für Psychosomatik am Uniklinikum Essen, gesagt, dass es natürlich auch wichtig ist in dieser Diskussion, darauf zu achten, dass die Überzeugung, krank zu sein und krank zu bleiben und sich nicht zu viel zutrauen zu können, Stichwort Graded Exercise Therapy, dass die dazu führen kann, dass die Menschen immer stärker auf mögliche Symptome achten. Das weiß man aus quasi allen Bereichen der Medizin. Wenn ich Angst vor Schwindel habe, wenn ich mich fürchte, dass mir gleich schwindelig wird, wenn ich mich darauf konzentriere, dann wird mir auch schwindelig. Wenn ich denke, ich habe was Schlechtes gegessen und ich konzentriere mich auf die Übelkeit, dann wird mir auch eher übel. Also die Erwartungshaltung, das subjektive Erleben, das Rechnen mit etwas, das kommt, das kennen wir aus der Placebo- wie aus der Nocebo-Forschung, also aus der Forschung über Dinge, wenn ich etwas Positives, einen Nutzen erwarte oder eben auch einen Schaden. Und das ist da auch. Und Professor Teufel sagt dazu, das ist wie beim Sitzen auf einem Stuhl. Normalerweise spüre ich die Stuhllehne gar nicht. Wenn ich mich aber darauf konzentriere, dann nehme ich sie wahr. Dann tut sie vielleicht sogar weh. Und das ist natürlich etwas, was sich ganz stark eben darauf auswirkt, auf die Prognose, auf den Verlauf dieser Erkrankung. Auch deswegen ist es so wichtig, sich nicht völlig eindimensional zu konzentrieren darauf, ich habe eine organische Erkrankung und die ist ganz schlimm und die wird auch nicht so schnell wieder besser. Sondern man sollte offen sein für alle Erklärungsmuster. Es kann natürlich sein, dass sich noch organische, physiologische oder pathologisch veränderte Erklärungen finden, klar, die dann die konkretere, auch organische, reine organische Ursache
zeigen. Das schließt aber nicht aus die starke psychosomatische Beeinflussung dieser Erkrankung. Also vielleicht die Vulnerabilität, die Verletzbarkeit vorher und dann eben auch im weiteren Krankheitsverlauf, dass man länger an diesen Symptomen leidet, weil man eben schon psychisch vorbelastet ist. Michael Sharp verwendet dazu das Bild, das ist so von dem fruchtbaren Boden, auf den ein Samenkorn fällt. Wenn ich also bereits verletzlich bin, dann bin ich auch empfindlicher für etwaige Störungen oder etwaige Krankheitserreger oder andere Dinge, die mit mir im Sinne von Gesundheit oder Krankheit passieren. Und deswegen ist das so entscheidend, wie man die Krankheit auch wahrnimmt. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, weil die Therapie eine entscheidende Rolle spielt. Es geht ja schließlich darum, wie geht es den Menschen wieder besser. Da hat das mittlerweile auch Einfluss gefunden in wissenschaftliche Kreise. Es gibt ein wichtiges britisches Gremium, NICE wird das abgekürzt, das Komitee, was also medizinische Leitlinien verabschiedet. Und die haben im Herbst 2021 eine Leitlinie zum chronischen Erschöpfungssyndrom verabschiedet, in der leider dem Druck von Patientengruppen, anders kann man es nicht sagen, nachgegeben wurde. Da gab es mittlerweile Protestschreiben, die auch veröffentlicht worden sind. Den Link findet ihr unten im Anhang, die gesagt haben, das ist unwissenschaftlich, da ist der Pfad der Evidenz und der wissenschaftlichen Diskussion verlassen worden, weil man beispielsweise den Wert dieser Graded Exercise Therapy oder auch dieser psychotherapeutischen Verfahren wie der Verhaltenstherapie dort runtergespielt oder eben nicht genügend gewürdigt hat. Ähnliches ist in Deutschland bei der von den allgemeinen Medizinern verantworteten Leitlinie Müdigkeit zu beobachten. Also da knicken manche Ärzte auch unter dem Druck von Patienten, Lobbyvereinigungen, die sehr gut organisiert sind, die auch mich schon mit Shitstorms überzogen haben, als ich darüber geschrieben habe, knicken die ein, wieder besseren Wissens, muss man manchmal sagen, oder vielleicht aus dem falschen Glauben, damit den Patienten etwas Gutes tun zu wollen. Patienten zu helfen, das ist aber letztlich das Entscheidende, darum geht es und deswegen ist es wichtig, dass die Patienten das annehmen und das irritiert eben auch Professor Martin Teufel, den Psychosomatiker aus Essen, der sagt, ihn ärgert es wirklich, wenn bei dieser Konzentration auf das Krankheitskonstrukt MECFS rein auf organische Ursachen geschaut wird und deswegen möglicherweise hilfreiche Verfahren wie die Verhaltenstherapie ausgeschlossen worden sind, weil man das gar nicht für möglich hält und sich deswegen gar nicht darauf einlässt. Und deswegen ist es wichtig, eigentlich zu sehen, es muss kein Graben sein zwischen diesen beiden. Psychosomatische Einflüsse, Psychosomatik spielt immer eine Rolle bei allem, was wir körperlich haben, ob bei Krebs, beim Magengeschwür oder eben bei chronischer Erschöpfung. Und man sollte auch diese Wege annehmen und man sollte auch da sehen, dass das eine Rolle spielen kann. Und das schließt nicht aus, dass es trotzdem veränderte Labor- oder Röntgenbilder gibt und Laborwerte, Entzündungswerte und so weiter. Und letztlich die gute Nachricht ganz zum Schluss. Man muss ja sagen, das weiß man bisher, so lange gibt es Corona noch nicht, dass vielen Patienten mit der Zeit es immer besser geht, also der Verlauf ist günstig und irgendwann die Beschwerden bei fast allen wieder verschwinden. Es besteht also Hoffnung und darauf sollte man sich konzentrieren und das ist vielleicht auch eine hoffnungsvolle Botschaft zum Schluss. Wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich über ein Abo. Zudem noch ein Hinweis in eigener Sache. Im Oktober erscheint von mir das Buch Gesundheitsrisiko weiblich über die Nachteile, denen Frauen in der Medizin ausgesetzt sind. Und zudem möchte ich euch noch auf ein Video hinweisen, und zwar über das, was man über die Folgen nach einer Impfung weiß, also das Post-Vac- oder Post-Vac-Syndrom. Das Video findet ihr hier.